wir haben hier über 30 Ideen gesammelt, ja, trotz des Sturms. Ja. Heute Gastgeber des Kiezgipfels. Drei Schulen haben hier teilgenommen. Bei uns hat auch eine 5. Klasse an dem Projekt eine Woche gearbeitet und heute wurden die Ergebnisse präsentiert. Was ich gut finde an dieser Veranstaltung ist, dass viele Professionen zusammenkommen aus ganz vielen unterschiedlichen Richtungen. Und für die Kinder ist wichtig, dass sie das Gefühl haben, sie dürfen mitsprechen. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir stellen euch vor, unser Kiez. Auch nochmal von meiner Seite und unserer Seite, der Boxgirls GmbH, ganz herzlich willkommen zu unserem ersten Kiezgipfel Nordneukölln. Wie einige von Ihnen wahrscheinlich wissen, arbeiten wir in unserem demokratiepädagogischen Schulprojekt nicht nur daran, Ideen zu entwickeln, wie die jeweiligen Kieze verbessert werden können, sondern wir beschäftigen uns auch durch Elemente des Boxsports damit, wie man einfach selbstbewusst auftreten kann. Ich schaff das! Und deswegen sind wir heute hier zusammengekommen, mal durchzugucken und gemeinsam zu überlegen, was können wir denn als Erwachsene oder auch als Kinder eigentlich konkret tun. Wo ist eure Schule? Also ich mag es nicht hier zu leben, weil es hier dreckig ist. Da ist ein Spielplatz und manchmal, wenn ein paar reingehen, schmeißen die Bierflaschen auf den Boden und machen alles schmutzig. Wenn Sie wissen, wo in irgendeiner Straße arme Leute gibt, das könnten Sie jetzt dort ein Strichmännchen malen. Ich war sehr beeindruckt, muss ich sagen, von den Kindern. Das ist wirklich sehr schön, wie sie ihre Fragestellungen hier formulieren und ihren Kiez ernst nehmen und auch ernst genommen werden. Das ist schon sehr schön und trägt natürlich dazu bei, dass Kinder da reinwachsen, auch als Bürgerinnen und Bürger Verantwortung zu übernehmen, aber auch einzufordern. Dieses Treffen war heute sehr interessant gewesen für mich. Ich habe sehr viele interessante Gespräche geführt, viele Kontakte herstellen können, konnte auch ganz gute Anregungen geben und ich hoffe, dass davon einige Sachen noch umgesetzt werden. Unsere Klassensprecher und die Schulsprecher nehmen die so eine Sprayflaschen, meist gehen hier so in unserem Gebiet hier rum und zählen und sprayen die an. Also ich muss sagen, ich finde die Aktion so toll, was sich da entwickelt, wenn alle... Und es wäre natürlich eine schöne Idee, wenn man das jetzt alle drei Schulen zusammen machen. Ich fand beeindruckend, wie viele Ideen von den Kindern gekommen sind. Über Themen, wo ich weiß, dass es die Bürger beschäftigt. Aber das Gute an diesem Tag heute war, dass eine Menge Lösungen in der Gemeinschaft angeregt worden sind. Ich habe auch mein kleines Päckchen zu tragen und meine Arbeitsaufträge und fand es eine gute Plattform, gemeinsam an Themen zu arbeiten. Die Kinder empfinden ihr Umfeld unheimlich schnell und können sofort klar machen, es ist auch heute klar geworden, wo Verbesserungen notwendig sind. Und da sitzen Akteure und Akteuren an einem Tisch, die sie unkompliziert Lösungen herbeiführen können. Ich schaff das!